Ah, das war vielleicht ein Kampf. Ah, es war vielleicht nicht so die gute Idee, die ganzen Separatisten mit Fladen einzuschmieren. Ei, ei, ei. Bis ich den Geruch wieder los war. Ah. Naja, gut. Ich hatte mir überlegt, dass ich mir auf jeden Fall ein kleines Päuschen verdient habe, oder? Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Guild Wars 2. Ja, da hatte der Utwein ganz schön mit zu kämpfen, mit dem Dung, den er den Separatisten an den Kopf geworfen hat. Konfusion hatte er da drauf und nicht zu knapp, davon nicht zu knapp. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, wir müssen noch ein bisschen was leisten. Da haben wir noch Raptoren, ich glaube, die sollten uns auch einen Fortschritt auf dem Herzchenbalken geben. Gucken wir mal. Uiuiui. Ui, ui. Na komm schon. Komm schon. Shit, jetzt habe ich nicht geguckt. Gab's einen Fortschritt oder gab's keinen? Ach, verdorre. Aber da gibt's einen Separatisten. Vielleicht kriege ich den. Vielleicht kriege ich ihn. Und? Bumm. Nein. Doch, ihr habt Rack geholfen. Ja, dann ist gut. Dann ist gut. Aber der Viehzüchter hier, der braucht Hilfe. Ob das schon reichen wird? Um den Balken voll zu machen? Ich weiß es nicht. Nicht ganz, nicht ganz. Oh, oh. So nicht, mein Freund. Oh, verdammt. Da habe ich gleich noch ein paar mehr angelockt, ja? Ah ja, macht ja nichts, macht ja nichts. Die braune Kuh hilft mir. Die Kühe allgemein hier sind ganz schön schlecht, auf die Separatisten zu sprechen. Kann ich verstehen. Kann ich durchaus verstehen. Ich habe jetzt nicht alles gemacht. Wir hätten auch noch Kühe füttern können. Wir hätten auch noch den Wassertrog füllen können. Ach, guck mal, da Separatist hat es hier mitten im Lager zerrissen. Aber wo ist er denn jetzt nun? Wo ist er denn jetzt? Draußen? Nein, hier oben ist er. Aber mal gucken, wie ich denn da jetzt hinkomme. Oh, hier rüber. Das ist zwar eigentlich nicht ganz so gewollt, aber egal. Ich kam rüber. Rack Todesmähne. Wollt ihr etwas? Hey, Rotwein! Danke für eure Hilfe! Ihr habt diesen Rebellen eine ordentliche Lektion erteilt! Erzählt mir mal mehr über diesen Ort. Steinfall sieht zwar wie ein verschlafener Bauernhof aus, aber glaubt mir, hier ist manchmal viel los. Man kann nie wissen, ob man nicht selbst von einer heimtückischen Bestie angefallen wird oder ob sie es nur auf das Vieh abgesehen hat. Ah, danke. Ich werde dran denken. Die Legion ruft. Ja. Zeig mir mal, was ihr habt. So, das dürfte wieder zu klein für mich sein. Ich denke mal, ich nehme nur die Rezepte mit. Kurzbogen, Langbogen. Und ansonsten ist der Rest sicherlich schlechter als das, was ich habe, oder? Ja. Beziehungsweise in grün? Ja, in grün. In grün ist das grün, ist das gleich in grün. Stimmt in diesem Fall sogar mal. So, die nehmen wir mit. Ansonsten habe ich hier noch was ich auseinandernehmen und schlucken kann. So, was ist das? Kuhleckereien. Nicht im Ernst. Kuhleckereien? Oh, wartet mal. Die könnte ich aber den Kühen noch geben, die Kuhleckereien. Braune Kuh. Hallo, braune Kuh. Schade. Sie will meine Leckereien nicht mehr. Och, Mann. Das ist schade. Leider sind die nicht so episch wie die Kuhmarke. Na, dann werfen wir sie einfach raus. Dann brauche ich sie auch nicht. Dann will ich sie halt einfach nicht. Okay, hier oben haben wir noch eine Wegmarke, die wir nicht mitgenommen haben. Und ansonsten habe ich hier unten noch ein Herzchen. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir jetzt einfach diesen Umschlag machen. Hoppala. So rumgehen. Und dann einmal die Schleife hier nach oben. Dann nehmen wir die Wegmarke mit und machen uns diesen hier noch blinden Fleck frei. Noxin-Talsenke ist deswegen mein Ziel und ich begebe mich hier unten in diese Richtung. Da kriegt der Utwein dann auch noch einen Heldenpunkt, indem er einmal das Jumping-Puzzle springt, was da oben drin ist in den Ruinen. Achso, ich habe den Brief gar nicht gelesen. Ich habe den Brief nicht gelesen. Ihr habt den diebischen Separatisten ja ganz schön in den Marsch geblasen. Prima, die denken zukünftig zweimal nach, bevor sie auf meinem Hof was klauen. Schaut jederzeit wieder mal vorbei. Rack Todesmähne. Okay, ja, danke, danke.
dem Weg erstmal ein bisschen Eisen noch mitnehmen. Huh? Genau. Huh? Das Herzchen ist noch ein bisschen weiter in diese Richtung. Was denn? Ist das eine reichhaltige Ader? Nö, ist es nicht. Nö, ist es nicht. Aber da, Gummo, 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 Schößlinge. Gummo, 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 Schößlinge. Otwein will sein Gummo-Schößling. Das liegt daran, dass Otweins Mutter früher einfach überhaupt nichts erübrigen konnte für Süßigkeiten. Und sie hat ihn dahingehend konditioniert, jedes Mal, wenn andere Kinder eine Belohnung bekommen haben, dann hat Otwein einen Gummo-Schößling bekommen. Deswegen freut er sich über jeden Gummo-Schößling, der hier in der Nähe steht. Ja? Später, als er schon größer war, hat er dann für den Gummo-Schößling eine Axt gekriegt. Aber das ist der Grund, warum er immer so seufzt, wenn er einen Gummo-Schößling sieht. Ist vielleicht echt eine gute Alternative, hm? Wenn man kein Geld für Lollis und so weiter hat. Gib deinem Kind einen Gummo-Schößling und erzähl ihm, das wäre seine Belohnung. Okay, wen haben wir denn hier? Kastats Starkpranke. Aha. Ich musste meinen Garten nachher draußen verlegen, da die Separatisten im Lagerling nicht so genau darauf achten, was sie zertrampeln. Die Verteilschlinger, die sich sonst hier aufgehalten haben, sind verschwunden. Trotzdem gibt es immer noch genügend Arbeit zu erledigen. Ah, welche Arbeit erledigt ihr hier? Erledigt einfach die übliche Gartenarbeit. Pflanzen gießen. Unkraut jäten und riesige Raupenlarven verjagen. Zu den Hühnern sollte ich lieber nichts sagen. Aber warum denn nicht? Mag Hühner. Aber ihr habt von Raupenlarven gesprochen. Ja, diese kleinen Mistbuddler graben sich zu den Wurzeln hinunter und töten dadurch die Pflanzen. Aber ich kann diese lästigen Wurzelkauer nicht erledigen, da sie Gift spucken. Deshalb habe ich ein Raupenabwehrmittel, das ich auf sie werfe. Ja, und warum? Was ist das mit den Hühnern? Was ist euer Problem damit? Dieses zänkisches Federvieh pickt meine Pflanzen an. Aber es weiß nicht, wann es aufhören muss und ruiniert dadurch meine Ernte. Und der Markt für kaputte Pflanzen ist nicht wirklich groß. Ah, oh, wie haltet ihr sie davon ab, so viel zu picken? Na, bei Hühnern muss man sich was einfallen lassen. Wenn ihr eins seht, das zu viel pickt, zieht ihm kräftig eins mit der Schaufel über. Dadurch merken sie, dass sie etwas falsch gemacht haben. Zumindest für einige Minuten. Okay, es klingt ja ganz einfach. Komisch. Das hat meine Mutter auch manchmal mit mir gemacht. Na gut. Okay, also, ehrlich, die Schar haben Probleme. Mit Skalen, mit Kühen, mit Hühnern, mit der Herrschaftszeit nochmal. Was bin ich denn hier? Bauer im Schargebiet? Raupenabwehrmittel, das. Für die Geister! Raupenabwehrmittel. Raupe, nimm dies. Oh, das irgendwie hat es nicht funktioniert. Warum nicht? So. Und schwuppdiwupp, da ist die Raupe weg. Das ist ja schön. Also wenn das bei mir auch ginge, ne? Wenn ich das Unkraut rupfe und danach der graue Stängel so aussehe. Nicht schlecht. Ich soll eine Schaufel nehmen und dem Hühnchen eins damit überziehen? Ich sehe nur ein einziges Hühnchen. Hallo Huhn, es tut mir furchtbar leid. Ich muss jetzt... Uff. Oh, das hat es gar nicht gemerkt. Moment. Okay, ich glaube, es ist kein zu viel pickendes Huhn, oder? Oder? Wartet, wartet. Ich könnte das Unkraut entfernen. Ich behalte die Schaufel ja dabei in der Hand. Wo ist denn hier ein zu viel pickendes Huhn? Ich sehe keins. Ich habe ein Huhn gehört. Unkraut, Raupenlarve. Hungriges Huhn, dieses da, okay. Oh Gott, ich soll hungrige Hühner vermobben? Unverwundbar. Gib's ihm. Im Ernst?
Ach du Schande. Da ist es umgekippt. Ist ja gruselig. Nee, so was mache ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Weißt du was? Da betätige ich mich hier lieber als Gärtner. Krupf. Hier schrupfe, krupfe, rupfe Unkraut. Und vertreibe die Raupen. Aber den hungrigen Hühnern, nur weil sie hungrig sind, eins mit der Schaufel über den Dät zu geben, das meine ich. Das habe ich einmal ausprobiert, das mache ich bestimmt nicht nochmal. Weg mit dir, du dumme Raupe. Kann ich die eigentlich auch töten? Oh ja, es geht. So macht Norn das. Genau, so macht Norn das. Raupenabwehrmittel. Es ist aber auch lustig zu sehen, wie die Raupen dann verschwinden. So, wartet mal. Die Raupen da habe ich alle vertrieben. Und, Raupe, nimm das. Sehr schön. Hungriges Huhn. Ach, Hühnchen. Rupf du mal. Oder komme ich nicht hin, wenn ich nicht auch die hungrigen Hühner vermobbe? Ach, ich denke, das schaffe ich auch so. Genau, das Unkraut wächst hier so schnell nach. Naja, und wenn man so eine Raupe nicht richtig vermobbt, dann kommt die halt auch immer wieder, ne? So, wartet mal. Hungriges Huhn, nein, alles ist gut. Wo ist die Raupe? Shit. Da ist neues Unkraut, okay. Fertig! Was hat er mir denn für einen Brief geschickt? Danke für die Hilfe in meinem Garten, Nutwein. Die Separatisten, die sich in der Angling herumtreiben, haben keine Ahnung, dass ich hier draußen bin. Ich bin so zufrieden mit allem, dass ich mich entschlossen habe, ganz hier zu bleiben. Ja, nochmals vielen Dank, ja? Dein Kastax. Starkpranke. Auch wenn man es manchmal nicht glauben mag. Also, okay. So, also pflichtbewusst, lieber Kastatz, show me mal, was du hier hast. Ein Rezept für dein geheimes, gefülltes Geflügel. Oje, oje. Also einmal schnell einlesen. Yay! So, und dann würde ich sagen, da wir jetzt hier... Nein, da ist ja noch ein unentdecktes Panorama. Ach, ich erinnere mich. Das eine Panorama, wo ich nicht wusste, wie ich da drauf kommen soll, oder? Ist es das? Da müsste ich jetzt von hier oben aus hinkommen, oder? Komm schon. Ich komme jetzt von hier oben aus dahin. Komm schon. Und wein mit den Klebeschuhen wieder. Und schwupp. Sehr gut. Ich denke, man muss es eigentlich von hier oben aus machen. Genau. Und in Zeiten von... Genau. Von Fliegegedöns macht man es halt so. Tara, tara. Und jetzt aber. Jetzt geht's hier rüber. Einmal zu der Wegmarke, zu der Sehenswürdigkeit, zu dem Heldenpunkt und zu diesem Panorama. Hier über Nageling habe ich alles. Ja, genau. Dann muss ich nur noch einmal hier in der Mitte hoch dieses Herzchen noch zu Ende machen. Das war das mit den Wasserproben. Und schau an. Ich habe hier im Ernst eine Sehenswürdigkeit übersehen. Ist ja irre. So, Moment. Ah, es geht noch ein bisschen weiter darüber. Eigentlich ganz schön, dass ich jetzt hier raufgelaufen bin, weil so kann ich nämlich ein ganzes Stückchen fliegen. Naja, die günstigen Gegner hier, die muss ich nun wirklich nicht mitnehmen. So, von hier aus aber, denke ich, gehe ich mal direkt hier über das Jumping-Puzzle. Dafür habe ich ja ein Tutorial schon gemacht. Ist aber auch wirklich nicht schwer. Es muss ja eigentlich jeder hier entlang, ne?
So, ich werde mal einfach hier... Scheiße, fuck, ich war im Kampf. Nein, nein, Utwein. Utwein, da hat er erst einmal noch im... Meine Güte. Ach, scheiße, im Ernst. Nein, die nächste Wegmarke, die ich habe, die ist da. Okay, dann nehmen wir die Wegmarke Nageling. Hoffentlich ist die nicht umkämpft, sodass ich jetzt irgendwo anders rauskomme. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt. So, also die Strecke nochmal. Oh, da hat er es echt nicht hingekriegt, im Kampf seinen Gleitschirm zu öffnen. Ich gehe kaputt. Ich habe auf die Leertaste gehämmert, aber ist nichts rausgekommen aus seinem Rücken. Naja, vielleicht hatte der Tron hier auch einfach einen kleinen Nervenzusammenbruch, weil der Utwein natürlich schon ein bisschen schwerer ist. Hat er wahrscheinlich gedacht, oh nein, nicht schon wieder. Wobei so ein Bot wahrscheinlich eher gesagt hätte, oh nein, nicht schon wieder. Wohl eher so. So, also nochmal von vorne. Hierauf. Oh, genau. Und dann. Komm, Utwein. Dann machst du sie halt weg, ne? Dann machst du halt weg. Es sind nur Level 19 Bogenschützen. Entschuldigung. Ach, solche Macht. So. Da ist noch nicht mal was drin. Der hat noch nicht mal irgendetwas Schönes für dich dabei. Den nächsten Ascalon-Kämpfer hier. So, wunderbar. Jetzt dürfte dich ja auch wirklich niemand mehr runterholen. Hm? So, guck mal hier. Ach so. Die Gleitschirmfähigkeit funktioniert hier nicht. Der ist deaktiviert. Ach so, na dann. Dann verstehe ich auch, warum das nicht geklappt hat. So, da ist einer der Briefe, die uns den Hinweis geben darauf, dass es hier ein Jumping-Puzzle ist und wie wir das zu machen haben. Wer den Weg nicht kennt, kann da ein bisschen Informationen abzweigen, wie es zu machen ist. So, wir müssen einfach nur hier weiter ums Gebäude drumherum springen. Und hier auch so ein bisschen. Und noch weiter. Und tatsächlich müssen wir uns jetzt hier umdrehen und wieder in die andere Richtung. So, die Information unten in dem Brief besagt zum Beispiel, da können wir noch nicht die Sehenswürdigkeit holen, dass man halt hier nicht hin muss, sondern dass man hier einmal komplett um dieses Gebäude drumherum muss. Noch nicht und dann vorbei. Hierauf. Andere werden kommen, wie ich. So, so. So, so. Hier kommt meistens ein Gegner raus. Wir gucken mal eben, ob der hier rauskommt. Ah, da ist er. Sogar zwei. Zauberkundiger und Bogenschütze. Der Hauptmann da oben, der wird in der Regel nicht mit aktiviert. Schön aufpassen, Utwein. Richtig, ja, die Straße liegt vor mir und so weiter. Auch wieder ein Hinweis. Wir müssen jetzt von hier aus darüber springen. Das kann man ohne Geschwindigkeitsskill machen. Ist aber wichtig, dass ihr dann hier die Gegner tötet, denn wenn die euch in den Kampf holen, springt ihr halt nicht mehr so weit. So. Und jetzt geht es eigentlich immer nur noch geradeaus bis hier oben auf die Spitze dieses Treppchens. Solche Macht. Ja, solche Macht, ne? So. Hierhin kommt ihr am besten, wenn ihr über diese Bögen lauft. So. Und auf den nächsten Bogen. Und dann hier rüber. Hier habt ihr noch einen Brief. So, es geht einfach hier rüber. So, und dann kommt ihr von hier aus nicht hoch, sondern ihr müsst einmal unter dieser Treppe durchlaufen. Und auf der Seite kommt ihr jetzt nach oben. So. Und hier taucht in der Regel auch ein Gegner auf. Da ist er, der Veteran Ascalon-Hauptmann. Ach,
Solche Macht. Ja, solche Macht. Ja, das macht mich glücklich. Jetzt werde ich mir die Qual. Oh, was habe ich getan? Ich habe versehentlich hier meine legendäre Dämonenform angemacht. Oha. Sieht man gar nicht. Herr Rabe, sieht man gar nicht. So. Und kommunizieren. So viele haben ihr Leben im Feindfeuer verloren und dennoch finden sie keine Ruhe. Dieser Wall, ein Zeugnis der Macht Ascalons, liegt in Trümmern, erfüllt von den Energien, die das Leid Abertausender hinterließ. Sehr schön, Utwein, sehr schön. Dann holt ihr mal hier jetzt noch schwupp einmal das Panorama. Ich finde das super schön, dass man in Guild Wars 2 dem großen Wall hier so viel Raum gegeben hat und auch so viel Möglichkeit, ihn zu bespielen. Denn das war so eine Sache, die ich bei Guild Wars 1 ein bisschen kritisiert habe. Der große Wall war einfach... Oh scheiße, Gott sei Dank. Huiuiui, ich wollte gerade sagen. Ich wollte mir doch nur die Sehenswürdigkeit holen. Und da gerade war immer noch hier dieser Nicht-Fliegen-Debuff. So, ich habe das Lager Altea geholt und dann können wir jetzt hier noch weiter. So, das hatte ich in Guild Wars 1 immer ein bisschen kritisiert, dass so ein Wall, der ja nur eigentlich wirklich ziemlich groß ist, so wenig Raum hatte. Und da vorne ist noch die Wegmarke, die nehmen wir auch noch mit. Und dass man an diesem Gebiet halt so wenig Zeit verbracht, oder in diesem Gebiet so wenig Zeit verbracht hat und diesen Ort so schnell passiert hatte. Man hat halt so wenig da gespielt und das war schon irgendwie sehr traurig, fand ich.